Sie müssen an dem heiligen Missale, gleich Messbuch, an den Gewändern, an der Bibel und an den heiligen Kreuzen festhalten. Diesen werden alle ersetzt werden. Samstag, 17. August 2013, 11.50 Uhr. Meine innig geliebte Tochter, viele von denen, die mit einem starken Glauben und Liebe zu mir, Jesus Christus, gesegnet sind, beginnen endlich, meine Stimme zu erkennen, während ich durch diese Botschaften zur Welt spreche. Diejenigen, die ihr Leben damit verbringen, der Schlange sklavisch zu dienen, wissen ebenfalls, dass ich es bin, der spricht. Und so nimmt die Schlacht, meinen heiligen Willen zu tun, auf der einen Seite, und der Wunsch der Feinde Gottes, mich zu bekämpfen, ihren Anfang. Jene, die planen, der Menschheit Leid zuzufügen, als Teil eines Bundes mit dem Tier, werden sich in Acht nehmen, dass man sie nicht diese Botschaften öffentlich an Pranger zieht, denn wenn sie das tun, werden sie diesen Botschaften Glauben schenken. Stattdessen werden sie auf andere Weise Hass gegen mich verbreiten, indem sie damit anfangen, den Glauben jener innerhalb meiner Kirche zu zerstören. Sie werden die Herzen derer, die mich lieben, gegen ihre Mitchristen kehren. Sie werden Heiden, New Age-Hexen und Anbeter des Tieres eher umarmen als Christen, die an den abscheulichen heidnischen Ritualen Anstoß nehmen werden, die in katholischen Kirchen und bald in anderen christlichen Kirchen durchgeführt werden. Diese Ereignisse stehen noch bevor. Bitte denkt nicht, dass die aktuellen heiligen Messen oder Sakramente sich bislang geändert haben, obwohl sie sich sehr bald ändern werden. Wenn das geschieht, dann müsst ihr euch abwenden und mich verteidigen. Große Änderungen sind in den letzten paar Jahren von dem Übel der Freimaurerei in meiner Kirche auf Erden geplant worden. Jetzt sind ihre Pläne, die bereits in den höchsten Rängen in den Kirchen bekannt gemacht worden sind, dabei, veröffentlicht zu werden. Sie werden enthüllt werden mit der Ankündigung, dass die katholische Kirche modernisiert werden müsse, damit sie in der heutigen neuen, aufgeschlossenen, liberalen Gesellschaft relevant werden könne. Sie, die katholische Kirche, wird sagen, dass sie unter die Vergangenheit einen Schlussstrich setzen werde, und sie wird dann sagen, dass ihr Motto sein werde, alle Glaubensbekenntnisse zu umarmen, um zu zeigen, dass sie nicht engstirnig sei. Diese Ankündigung wird in der ganzen Welt gefeiert werden, und die Medien werden diese gute Nachricht auf ihren Titelseiten berichten, während sie zuvor die katholische Kirche mit Abscheu betrachtet hat. Dieser Satans wird ausgegeben werden, und die neuen Zeremonien, wo die Form der heiligen Messen rückwärts gerichtet präsentiert werden wird, aber all die richtigen Sätze über meine Passion durch Nonsens, durch leere Worte, durch leere Gefäße, durch leere Tabernakel, ersetzt werden. All meine Kreuze werden durch die geheimen Symbole des Okkulten ersetzt werden. Dies ist die Verwüstung, von der Prophet Daniel gesprochen hat. Dies ist an vielen Orten das Ende meiner heiligen Eucharistie und das Ende der Messe, wie ihr sie kennt. Aber meine geliebten treuen Diener werden jetzt die Produktion der heiligen Hostien vorbereiten. Sie müssen an dem heiligen Missale, gleich Messbuch, an den Gewändern, an der Bibel und an den heiligen Kreuzen festhalten. Diesen werden alle ersetzt werden. Ihr müsst euch schnell sammeln und planen, denn euch wird es nicht erlaubt sein, die Messe nach meinem Willen zu lesen. Ich werde euch führen, meine heiligen Diener, wenn die Zeit kommt. An jene Christen, die glauben, dass dieser Gräuel nur in der katholischen Kirche zu sehen sein wird, wisst dann, dass alle christlichen Kirchen betroffen sein werden, bis sie alles, was mich erwähnt, und alle Zeichen von mir verbannen. Mit der Zeit werdet ihr für die Erwähnung meines Namens streng bestraft werden. Ihr werdet schockiert sein, wie schnell die scheinbar unschuldige, erneuerte, aber verunreinigt Kirche hinein in einen bösen Kult abfallen wird. Sie werden außergewöhnliche Anstrengungen unternehmen, um diejenigen zu bestrafen, die sich ihrer menschengemachten, heidnischen neue Weltreligion widersetzen werden. Christen und Juden werden das Hauptziel des Hasses sein, und sie werden wegen ihrer Religion verfolgt werden. Statt ängstlich zu sein, rufe ich euch auf, seid vorbereitet, für meinen Namen zu kämpfen. Vergesst niemals, wie sehr ich noch immer gehasst werde. Wisst, dass, wenn ihr mir in diesen bevorstehenden Zeiten folgt, euer Kreuz viel schwerer sein wird als das jener, die vor euch kamen. Euer Jesus. Daniel 11, 31. Es werden auch von seinen Truppen zurückbleiben und das Heiligtum, die Festung, entweihen und das beständige Opfer abtun und den Gräuel der Verwüstung aufstellen.